Hallo Leute, ich bin AC Player und das ist die 30. Folge von Kingdom Hearts. Wir sind in Hollow Bastion. Wir spielen weiter. Malefiz haben wir erledigt. Und jetzt gehen wir ja weiter. So, kleine Info, falls ihr Kingdom Hearts 2 sehen wollt, falls euch interessiert, wie es weitergeht, schaut mal beim Game Breakers vorbei. Ich werde den Link in der Beschreibung zu diesem Video reinmachen, dann könnt ihr direkt zu ihm rein, zum Kingdom Hearts 2. Es lohnt sich auf jeden Fall, schaut mal vorbei. Und wir gucken, dass wir jetzt hier weiterkommen. Da waren wir schon mal. So, und hier sind die 6 Prinzessinnen. Jasmin, Cinderella, dass Alice eine Prinzessin ist. Oho. Goofy? Kairi! Open your eyes! It's no use. That girl has lost her heart. She cannot wake up. What? You're not Riku. The keyhole cannot be completed, so long as the last Princess of Heart still sleeps. The princess? Kairi's a princess? Yes. And without her power, the keyhole will remain incomplete. It is time she awakened. Whoever you are, let Riku go! Give him back his heart! But first, you must give the princess back her heart. What's... Don't you see yet? The princess's heart is responding. It has been there all along. Kairi's heart rests within you. Kairi's inside me? I know all that there is to know. Tell me, who are you? It is I, Ansem, the Seeker of Darkness. So, I shall release you now, Princess. Complete the keyhole with your power. Open the door. Lead me into everlasting darkness. Sora! Forget it. There's no way you're taking Kairi's heart. Jetzt müssen wir alleine gegen ihn kämpfen. Das würde aber... Kairis Herz ist in Sora. Das würde erklären, warum er die ganze Zeit Kairi, so Visionen von Kairi hatte. Komm du mal. Take that! Well, what now? Heal! You're nothing. Come. Also ich mach dich platt. Ansem. Wir haben ja seine Berichte gesammelt. Now
his true power. Oh Gott, was ist das jetzt? Oha. Eieiei. Wow. Vielleicht wäre es nicht schlecht, sich ein bisschen öfters zu heilen. Oh nein, nicht das schon wieder. Komm. Wow. Ich vermute, es wird immer schwieriger. Ah. Komm her. Also ich zeig dir gleich mal. Ah, die Kamera, ich sehe ihn nicht. So, sehr gut. Oh Mann. Mann, ich triff ihn nicht. So, nimm mal viel. Und noch eine Leiste. Oh Gott, was ist das jetzt? Ah. Ich kann das zurückschleudern. Ah, Mann. Komm jetzt, hau auf ihn. Oh Mann, schon wieder. Oh Mann, wie soll ich denn ihn treffen? Nein! Oh nein! Ich hatte ihn schon fast. Verdammt! Warte mal. Oi, 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 oi. Das wird noch ein Kampf. Das wird ein Kampf. Warte mal, jetzt wissen wir, dass wir alleine gegen ihn kämpfen. Elixier. Nehmen wir 2 davon.
Dann nehmen wir aus der Truhe noch das hier. Das finde ich ja eh besser als Potion. So. Jetzt probieren wir es nochmal. Diesmal hoffentlich mit Erfolg. So, und da gibt es wieder die Sequenz. Im Original konnte man diese Sequenzen nicht überspringen. Also wenn ich fünfmal gestorben bin, dann musste ich fünfmal mir die ganze Sequenz angucken. Hier im Final Mix kann ich mir diese Sequenzen, ich kann sie überspringen. So, und jetzt nochmal. Der nimmt mir aber auch ziemlich viel Energie ab, obwohl ich gut gelevelt bin. Aber wir haben ja viel, wie heißt? Wir haben ja hier viele Sterne. Haben wir schon. Je. Mann. Viele Sterne haben wir in dieser Welt. So, hier vorsichtig. So, diese ersten zwei Drittel vom Kampf gehen gut. So, im Großen und Ganzen. Wow. So, mit Vita komme ich ja eh besser zurecht mit den ganzen Potions. So, take that. So, gleich haben wir ihn wieder soweit. Ah. Schon wieder. Na komm, jetzt hau ihn mal. Boah, Mann. Open your heart for darkness. Hätte ich wohl gerne. Komm jetzt her. Oh Mann. Er nervt. Ich kann ihn nicht treffen, Mann. Ohne Witz. Oh. Oh. Nein. Nein.
Oh Mann! Komm, gleich haben wir ihn. Oh Mann! Komm schon! Komm schon! Jawohl! Boah! Erledigt! Meine Herren! Das ist ja schon eine Schlacht! Jetzt? The keyhole. It won't work. The keyhole's not finished yet. What can we do? Maybe we gotta go wake Kairi up. I think you're right. If we can free her heart. But how? A keyblade that unlocks people's hearts. I wonder. Sora? So, you have awakened at last, Princess. The keyhole is now complete. You have served your purpose, but now it's over. Do you think we can stop him all by ourselves? I don't know. Impossible. No. You won't. Use me for this! Riku! You've gotta run! The Heartless are coming! What about the keyhole? Let's just get out of here! Das war Ansem.
Und jetzt sind wir steuern einen Herzlosen, weil Sora sein Herz verloren hat. So wurde das immer erklärt. Und jetzt müssen wir den anderen hinterherrennen. Wo sind sie aber? Wir steuern einen Herzlosen. Es ist da wieder Liftschacht. Ja, wir springen jetzt mal runter. Liftschacht wieder. Wir müssen die anderen finden. Wahrscheinlich müssen wir noch weiter runter. Wenn wir diese Dinger nicht betätigen können, werden wir wahrscheinlich eh nicht ganz runterfallen. Weil wir würden dann ja gar nicht hochkommen. Wandelhalle. Kairi, schnell! Ich kann die beiden nicht zurücklassen. Wir können hier nicht bleiben. Ein Herzloser verfolgt uns. Ich kümmere mich um ihn. Ach komm, Donald. Jetzt spiel doch nicht den Helden hier. Protect you. Da bin ich mal gespannt. Sora! Irie! Kairi, thank you. Sora! Sora! Ja, die ist auch da. Go now! Come with us! I told you before, I'm not leaving without Belle. Now go! The Heartless are coming. All right. Let's get out of here. Ja, aber das Blöde ist, wir haben ja das Schlüsselloch gar nicht versiegelt. Das werden wir noch tun müssen. Irgendwie. Tell me what happened. So the darkness is flowing out of that keyhole. No wonder there are more and more heartless everywhere. The only way to stop them is... seal the keyhole, right? Maybe, but no one knows what will happen once it's sealed. Well, we can't just stay here. We have to do something. I've got a friend back there. That's right. You have one more friend to worry about. Riku's Keyblade must have been born of the captive princess's hearts. Just like that keyhole you saw. Of course, without Kairi's heart, it remained incomplete. Once that Keyblade was destroyed, the princess's hearts should have been freed. Don't worry, Sora. If anyone can save your friend, you can. Das wollen wir mal hoffen. Eigentlich müssten alle Prinzessinnen frei sein, aber Jasmine ist nicht nach Agrabah zurückgekehrt.
Ich vermute, die anderen sind auch noch im Schloss. Oh nein. Ich dachte, das neue Schlüsselloch würde die Dunkelheit verstärken. Ich meine, die Dunkelheit ist stark, aber dennoch. Es ist so, als würde jemand die Dunkelheit zurückhalten. Geht es dir auch wirklich gut, Sora? Kein Plan wieso, aber die Herzlosen werden stärker. Überall tauchen neue Arten von Herzlosen auf. Falls uns irgendetwas zustößt, können wir uns auf dich verlassen, Sora. Natürlich. Ich glaube, wir müssen zurück nach Hollow Bastion und gucken, was mit den Prinzessinnen jetzt eigentlich ist. Was mit Riku ist. Und da ist noch ein Schlüsselloch, das wir versiegeln müssen. Da sind wir noch nicht fertig. Warte mal, ich habe glaube ich die Ability bekommen. Tontaube, Brutalor, Tollwut, Wellenangriff, eine mächtige Abschlusskombo auf umstehende Feinde. Angriffskraft ist relativ zum maximal MP-Wert. Rechtzeitiges Drücken während einer Luftkombo führt Ragnarök aus. Ziel muss schweben. Was nehmen wir? Nehmen wir Wellenangriff. Donald. Lassen wir. Goofy hat nur 2. Reicht für gar nichts. Hollow Bastion ist nicht erreichbar. Da ist aber... Wow! Seht ihr, wie das hier... Wie viele Sterne das alles jetzt hat? Wieso? Wie komme ich wieder nach Hollow Bastion? Das ist eine gute Frage. Ich habe nämlich keine Ahnung. Muss wahrscheinlich mit dem Sid, mit dem Seed reden. Können wir nochmal schnell gucken. Das ist jetzt die Frage. Was ist Swala denn? Aber hier ist Sid bestimmt nicht, nein. Sid ist wieder da oben. Steht er bestimmt wieder dumm rum und macht nichts. Sid, ich muss zurück zu Hollow Bastion. Ich glaube, das kann ich nicht zulassen, mein Junge. Die Herzlosen dort werden immer mehr. Sie würden euer Schiff verschlingen. Aber was können wir denn sonst tun? Ganz einfach, macht einen Bogen um sie. Ein neues Navigummi montieren und neuen Kurs nehmen. Ein neues Navigummi? Woher denn? Aus dem geheimen Wasserkanal. Ich habe es dort vor 9 Jahren versteckt für den Fall, dass ich es einmal brauche. Ich hätte nie gedacht, dass ein Kind es einmal benutzen würde. Wasserkanal also. Oh, Geppetto. Gehen wir mal kurz da rein. Pinocchio? Hey, du bist es, Sora. Oh, hallo, Sora. Wie seid ihr hierher gekommen? Ein Mann namens Leon hat uns geholfen und uns dieses Haus besorgt. Er hat sehr viel für uns getan. Ich weiß nicht, wie ich das je wieder gut machen kann. Ich habe gehört, dass ihr drei die Herzlosen bekämpft. Ich habe das hier gemacht, vielleicht nützt es euch. Geppetto-Mobil? Für uns? Ja, natürlich, Pinocchio und ich sind euch zu Dank verpflichtet. Wir würden alles tun, um euch zu helfen. Vater interessiert sich sehr für die Gummisteine. Sora, sieh mal, was ich diesmal gebaut habe. Sid, Spezial hier für dich. So, diesen Unterwasserkanal erreichten wir von Merlins Zimmer. Da brauchen wir ja gar nicht groß suchen.
Naja, gegen euch will ich ja gar nicht kämpfen. Zauberhaftes Haus. So, aber gelbes Triotech kann ich ja auch benutzen, oder? Natürlich. Aha. Ich will da... Je. Je. Mann! Jetzt komme ich nicht zu der Kiste. Wird gleich wahnsinnig, Mann. Ohne Witz. Diese blöde Kamera. Nein! Ich war schon da oben. Je. Sieh da. Komm. Nein, Donald! Blöde Ente. Mann. Jetzt. Jetzt, Gott sei Dank. So, aber in dieses Unterwasserkanal komme ich denn überhaupt da runter? Von hier aus? Weiß nicht wo. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich muss ich doch. Oh. Dahin. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, Leute. Ich werde jetzt noch dahin gehen. Und in der nächsten Folge sehen wir uns in diesem Unterwasserkanal. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zumindest ein bisschen. Und wir sehen uns dann. Lasst mal einen Kommentar. Ein Like, ein Abo vielleicht. Und ansonsten macht's gut und ciao.